Gentlemen und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Da liegt sie, Lucia Hillard. Wegen ihr haben wir in ungefähr 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde, nee. Na, kurz nach dem Frühstück einen Angriff. Und mit viel Glück, ja. Könnte Reinhard dann auftauchen, wenn wir gerade angegriffen werden. So, ich habe soeben gerade was Neues rausgefunden. Also neu für mich. Mit Tab kann man die Siedler durchschalten. Das ist ja lustig. Ja. 2 Stunden noch und sind die jetzt mit Frühstücken und allem durch? Nahrung. Bedeutet dann nämlich, dass wir da erst noch eine Stunde und ein bisschen was ist, schon mal alle inzwischen 16 Siedler, ja, markieren und ich überlege halt noch, wohin wir die stecken. Das Sinnvollste wäre natürlich hierhin. Ich weiß aber nicht, ob wir da angegriffen werden dort. Lauf das mal hier in die Mitte. Also so kann ich sie am besten markieren dann. Bogenschützen, Bogenschützen. Und Reinhard, du bleibst, wo du bist. Alle da? Nee, irgendeiner fehlt noch. Alma ist noch auf dem Weg. Da. Gewalttätige Erpresser, Nachkommen der Pest. Waren das nicht auch die jemand anderen irgendwie auf dem Gewissen hatten? Dann ist sie da halt ein Bla. Ja, schönen Tag noch, Lucia. War schön, dich kennengelernt zu haben. Nein. Das sind ja wie immer, ne? Trotzig. Die sind hier. Aha. Ja, viel weit können die nicht weg, ne? Hä? Rennt weg? Ja, die können da drüber laufen, schön. Oh. Entschuldigung, wenn ich jetzt so laut war. Ist da so eben gerade das passiert, was ich vermutet hatte, was hoffentlich nicht passieren soll? Ja, sind bewusstlos, ich weiß. Ach, die können da immer noch runter. Ja, das ist passiert. Wer verhungert jetzt? Ihr wollt mich da alle veräppeln, oder? Auto forbid message. Jo. Also das war jetzt genau die Aktion, wo ich dachte, nee, das darf nicht passieren. Wie wär's, wenn ihr so clever wärt und die einfach mal beschießen würdet?
kommt hierher, meine lieben Siedler, und gut ist. Also, das ist eher so suboptimal gelaufen. Ich wollte gerade sagen, ihr schießt mal da drauf. Ihr geht derweil aber schon mal weiter. Weil mit viel Pech ist dann unser Tor hinüber. So, haben wir hier hinten noch welche? Ja. Ihr kommt auch schon mal alle hier vor. Und ihr schießt bitte schon mal so viel wie geht. Die Siedler auch. Hallo? Ihr wolltet doch schon mal immer. Nein. Stopp. Ihr bleibt mal schön hier oben. Ja, das war jetzt. Ich sag mal so, kein Tod, den ich so erhofft hatte oder sowas. Nein. Kommen wir vielleicht von hier besser ran, oder? Man müsste halt hier eine Treppe haben, ne? Geil, die Bibi, die Kuh, die läuft da einfach durch. So, bekommen wir das von hier jetzt besser hin. Jeden, den ihr abschießt, ne, müssen wir nicht später töten. Da war die erste Tür hinüber. Gut. Nee, nicht gut. Obwohl, wisst ihr was? Nee, braucht er nicht. Lass die mal weglaufen. Zack. Und... überlegt, warum da Fleet steht. Aber ja. Ihr braucht jetzt nicht beten. Also es hat ja fast richtig funktioniert. Bis auf Reinhard. Das, was ich vermutet habe, aber ich hatte halt gehofft, dass das funktioniert, ne? Okay, hier liegt noch mehr rum, das kann weg. Das war wieder so eine Geschichte. Kann das schief gehen? Nur ein kleines bisschen. Ja, es kann richtig schief gehen. Und so ist es nun mal so, dass man Reinhard nicht mehr haben. Aha. Die Frage ist jetzt, hm?
Marodeur, ja, das gehört hier eh nicht hin, aber das wissen wir ja schon. Nur lauf mal ein bisschen schneller, Anna. Ich meine, es gibt eine Riesenkarte, ne? Viel Rand. Und er muss genau bestens da spawnen, wo die anderen stehen. Ich meine, ja klar, ich hätte ihn nicht zurückschicken sollen. Mein Fehler, aber am Ende. Naja. Vor allem wären die hier wunderschön in der Falle gewesen. Und wir hätten in aller Ruhe Treppen bauen können, bis wir die beschießen können. Dieser Siedler ist überlastet. Ach echt. 75 Kilo Wag Reinhard. Wag? Nee, Wog Reinhard. Oh, gab halt gutes Essen bei uns. So, wo läuft die dann lang? Denk mal, hier kommt er rein. Wie hieß er denn? Reinhard Schuh. Nicht schön, aber selten, ne? So. Da sie aber jetzt hier so ewig lange braucht. Wohl nö, so weit ist es gar nicht mehr. Das schauen wir uns mal an. Na, ist überlastet, läuft langsamer, aber joggt auf dem. Jo. Dem Ziegelweg. Und jetzt läuft sie ein bisschen langsam. Mann, Mann, Mann. Also ja, den Angriff haben wir ohne Probleme abgewehrt, aber halt mein Fehler da. Blub. Hier liegt Reinhard Schur. Ja, steht auch oben irgendwann dran. Gut, dann lassen wir ihn mal in Ruhe liegen. Er läuft nicht mehr weg. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Ja, traurigerweise. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.